Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makeoramedy und heute wende ich mich mit etwas, naja, mit einer speziellen Anfrage an euch. Am Sonntag hatte ich das Vergnügen, im Rahmen des Alpha-Trios mit Marc Friedrich ein Interview führen zu dürfen. Das habe ich auch direkt am gleichen Tag geschnitten und online gestellt. Und für einen neuen Kanal, der jetzt erstmal 3 Videos, 2 sind noch geplant, die bin ich gerade am Schneiden oder habe schon 1 geschnitten und habe es hochgeladen. Und für einen Kanal, der 3 Videos erst veröffentlicht hat, ist beim 3. Video eine Aufrufzahl von über 300 schon echt gigantisch, muss ich sagen. Also war ich echt froh. Ich bin auch jetzt aktuell noch froh mit dem, was gerade passiert. Aber ich habe eben das YouTube-Studio aufgemacht. Ich meine, ich habe vorher immer schön so einmal am Tag reingeguckt, wie sieht's denn aus, wie kommt das Video an, wie findet ihr das? Meine bessere Hälfte hat sich das auch mal ab und zu angeguckt und selbst in der Familie, die Leute haben gesagt, okay, ich habe das geguckt, das hat ja schon mittlerweile über 300 Aufrufe. Und das hat uns gefreut, das hat mich auch gefreut in der Hinsicht. Und jetzt habe ich gerade eben das YouTube-Studio aufgemacht, um zu gucken, ob es Kommentare gibt oder irgendwas in der Richtung und sehe, dass mir YouTube über 100 Views von dem Video weggestrichen. Ihr seht, dort ist das Video von Marc, also hat Bitcoin noch eine Chance, Interview mit Marc Friedrich. Und ich blende mal hier rüber zu den Aufrufzahlen und da seht ihr hier jetzt 200. Ich aktualisiere nochmal. Vielleicht sind es jetzt 201 oder so in Richtung. Normalerweise müsste es jetzt schon hochklettern. Aber seit einer Stunde ist es wie fest gemeißelt auf diesen 200. Das ist natürlich, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat YouTube ein technisches Problem. Ich kann es nicht sagen. Ich kenne das Ganze aber schon von anderen Kanälen, die jetzt nicht mir gehören, sondern von anderen Leuten, die darüber berichten, dass, wenn der Content zu kritisch ist oder halt in eine ungewollte Richtung geht, die YouTube es nicht mag, dass da gerne auch mal entsprechend, ne, beschnitten wird, beziehungsweise, dass man dann die Abonnenten wegstreicht oder sonst was in der Richtung, habe ich alles schon gehört. Ihr könnt mir einen Gefallen tun, geht doch einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung, schaut euch das Video an, liked das Video, schreibt einen Kommentar rein, zeigt, dass das nicht okay ist, dass man einfach so Views wegstreicht. Da steckt jede Menge Arbeit dahinter. Ich habe wirklich wochenlang vorbereitet das Ganze, die Interviewfragen vorbereitet. Ich habe mit Marc einen Termin abgemacht, dann hat man den Termin verschoben und wir haben uns da entsprechend gefunden. Ich habe das ganze Equipment mit hier ins Hotel geschleppt, wo die Veranstaltung drin war. Ich habe also wirklich das komplette Studio-Equipment mitgeschleppt, ja. Und das war also schon einiges an Aufwand. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video nochmal anschauen würdet, wenn ihr es teilen würdet, wenn ihr es gut findet. Und dass ihr YouTube zeigt, hey, das ist so nicht in Ordnung. Man kann nicht einfach jetzt mal hier einen Rotstift ansetzen, nur weil einem die Meinung nicht passt. Ich meine, so schlimm fand ich das Interview jetzt von der Kritik her in Bezug auf das, was gerade passiert ist, nicht, dass man das unbedingt machen müsste. Ich würde mir wünschen, wenn ihr entsprechend das Ganze unterstützt und mir hier entsprechend den Rücken ein bisschen stärkt. Das wäre super. In diesem Sinne, hodl is a line, happy printing und ciao.